Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Path of Radiance. Ausrüstungsfolge ist vorbei, für die es gesehen haben oder die auch das nicht gesehen haben. So, wir verlassen die Basis und gehen rein ins neue Kapitel. Thorgarin. Milord Ike, sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, der Feind sollte noch nicht gemerkt haben, wie weit wir gekommen sind. Wir werden einen Überraschungsangriff landen und sehen, dass wir die Mauer gleich beim ersten Versuch einnehmen. Bitte wartet im Basislager auf uns. Gut. Es besteht kein Grund zur Sorge. Wir sind gut vorbereitet und haben euch als unseren Glücksbringer. Vielen Dank, aber seid vorsichtig, Milord Ike. Hey, macht euch keine Sorgen. Das mag unser erster Kampf als offizielle Armee sein, aber wir haben schon viele Male gegen die Daa eingekämpft. Wir werden gewinnen und ich kann meinen ersten Kampf als versnobter Adeliger nicht mehr, doch nicht verlieren, nicht wahr? Ike ist mega cool. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich als sympathischen Charakter entwickelt, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte am Anfang, okay, es ist so ein Charakter, den ich wahrscheinlich... der zwar ganz in Ordnung ist, aber mit dem ich nicht richtig warm werde. Aber das hat sich geändert. Wobei mein persönlicher Held bleibt Boyd. Der ist einfach zu cool. Ich glaube an euch und ich weiß, dass ihr siegreich sein werdet. Kommt unverletzt zurück. Ich habe gerade das Gefühl, meine Nase schwimmt dazu. Sind alle bereit? Dann los. Wartet einmal, Zungenbrecher hier. Wartet einen Moment, Milord Ike. Da im Himmel, da kommt jemand. Wer ist das? Ah, Ike, scheint, wir kommen gerade im richtigen Augenblick. Ihr macht euch gerade bereit für euren ersten Kampf als Armee von Crimea. Und ihr habt die Geschwister vom Clan der Serenis Laphinisis zurückgebracht? So war es vorgesehen, aber jemand hier hat darauf bestanden, dass wir euch folgen sollen. Und vernünftigerweise, wie ich hinzufügen möchte. Ihr habt uns mit Höflichkeit behandelt, Beorg. Wir müssen ebenfalls so handeln. Nicht wahr, Leon? Was Leon sagt, leider... Ich weiß nicht, ob man das irgendwo nachlesen kann. Ich würde es halt gerne wissen. Wobei ich das so, die Aufmachung, auch ganz cool finde, dass man halt auch mal was nicht versteht. Ihr sagtet, euer Name sei Ike? Ja. Ihr habt mir und meiner Schwester in schweren Zeiten der Gefahr geholfen. Wir vom Stamm der Serenis rechnen Hilfsbereitschaft hoch an. Wir müssen unsere Schulden an euch zurückzahlen. Es ist wirklich nicht nötig. Wir praktizieren die Galdra-Magie. Wir können nicht kämpfen, aber wir können die Stärke unserer Verbündeten innervieren. Wenn ihr es wünscht, werde ich mit euch reisen. Auf diesem Weg werde ich erwidern, was ihr für uns getan habt. Ich würde zustimmen. Warum nicht noch eine Person mehr? Nehmen wir an. Ihr habt das Glück, eure Schwester wiedergefunden zu haben. Solltet ihr nicht an ihrer Seite bleiben? Leon versteht meine Beweggründe. Wenn das so ist, willkommen. Ich danke euch. Ich gelobe bei der Ehre meines Clans, dass ich alles tun werde, um euch zu unterstützen. Dann ist das abgemacht. Auch ich werde helfen. Yanaf? Hier bin ich, euer Majestät. Du schließt dich der Armee von Crimea an und beschützt Rayzon. Überlass das nur mir. Du auch, Ayuga. Einverstanden? Natürlich. Tiban, das ist zu großzügig. Das kann ich nicht annehmen. Ihr beschützt doch bereits Leanne und meinen Vater. Diese letzten 20 Jahre, ich weiß, wie es für euch ist, in Phoenixes leben zu müssen. Es tut mir nur leid, dass ich nicht mehr für euch tun kann. Tiban, ich danke euch aus tiefstem Herzen. Phoenixes, ich werde gut auf Rayzon aufpassen. Und wenn Crimea zurückerobert ist, werde ich ihn unversehrt wieder zu euch zurückschicken. Ich nehme euch beim Wort. Euer Handeln hat ein Band des Vertrauens zwischen euch und den Clans der Falken und Raya geschaffen. Wenn ihr euch in einer Notlage befindet, könnt ihr auf meine Hilfe zählen.
Egal was passiert, ich werde euch zur Hilfe kommen. Wir haben einen starken Verbündeten gefunden, dort wo wir nie einen vermutet hätten. Ja, Deorg und Laguz. Der Stamm der Raubtiere und der Stamm der Vögel. Zwischen uns gibt es keine Unterschiede. Endlich verstehen wir uns. Ja, da habt ihr recht. Nun dann sollten wir ausrücken. Alle Mann vorwärts, Marsch. So, Truppen. Wir dürfen 13 mitnehmen. Der einzige, der wohl hier gerade Pflicht ist, ist Ike. Ist ja auch klar, wir sind ja jetzt. Er ist ja jetzt General, nicht wir. Ich weiß halt nicht, wie ich es jetzt machen möchte. Ich würde schon gern jetzt den Leuten, die die Chance haben, in den nächsten Kapiteln ihre Entwicklung zu haben, die würde ich schon gerne forcieren. Das heißt, Stella bleibt vielleicht mal... Wir haben Tanit. Oder heißt sie Tanit? Ich würde Tanit... Tanit klingt genauso gut. Die ist nur Level 10 oder ist sie schon weiterentwickelt? Die ist nur Level 10, ne? Ja. Die würde ich trotzdem gerne mal ausprobieren. So, Stella kommt erst... falsche Taste. Stella kommt erstmal nicht mit. Rayson würde ich gerne mitnehmen. Yanaf und Ayuga würde ich erstmal zu Hause lassen. Laguz sind mega stark, das weiß ich. Aber ich würde gerne Sorin mitnehmen. Und Rice. Ich lasse auch mal... Ach, ich weiß nicht, zu... Viele starke Leute darf ich halt auch nicht weglassen. Wobei, wenn Rice mitkommt, muss Alja nicht mitkommen. Sag ich jetzt einfach mal so. Nachher habe ich wieder das Problem, zu wenig Heiler zu haben. Ich lass mal Alja kurz weg. So, Ilyana ist kurz davor. Sothe kommt auf jeden Fall mit und Mia. Zwei kann ich noch mitnehmen. Dann nehme ich noch Boyd und Oscar mit. Ach, Kevin will ich ja auch noch mitnehmen. Was mache ich denn da? Wie alt ist Kevin? Was ist er denn? Kevin ist weg. Ach, da. 19 ist er schon. Ich überlege gerade, ob ich Nefine zu Hause lasse. Sie ist halt mega stark. Ich würde halt gerade jetzt, also da es halt so kurz bei den meisten kurz vorher ist, würde ich halt denen gerne diese Erfahrung gönnen. Und schwach sind die ja auch nicht gerade. Okay, Nefine, du bleibst jetzt dieser eine Mission mal zu Hause, damit Kevin mit kann. So. Position. Es tut mir so leid. Ich habe heute wieder relativ viel an der Switch rumgespielt. Falsche Taste. Das ist zum... Nein, ich will nicht so kippen. So. Und so drehen. Das ist invertiert. Das ist total komisch. Oder ist das nicht invertiert? Nee, es ist gar nicht invertiert. Ich habe es gerade nie auf die Ketten bekommen. So. Ich einmal markieren. Rice sollte vielleicht nicht dastehen. Der tauscht mal mit Mia. Tanit wird sich ja so oder so relativ gut bewegen können. Ja, sonst finde ich... Warte, wir können auch mal Boyd und Kevin tauschen. Oscar muss nicht unbedingt ganz vorne stehen. Kommt mal seinem Bruder hin. Die Pferde können sich halt weiter bewegen. Okay. Wie muss ich denn alles besiegen? Ist hier Ende? Oder muss ich den besiegen? Ach nee, den kennen wir doch. Das heißt, also ich weiß auch, mit wem wir ihn anquatschen müssen. Wir haben Sothe als Dieb mit, das ist ganz gut. Dann können wir hier die Truhe plündern. Haben wir noch eine Truhe irgendwo? Da sind noch zwei Truhen. Okay. Position haben wir. Menü ist das? Ja, Menü ist das.
Items habe ich ja gerade in der letzten Folge eigentlich alle durchgeguckt. Rayzan hat natürlich keine. Donnerschwert, was ist das Donner? Huch, Donnerschwert, eine magische Klinge, die nicht Stärke, sondern Magie nutzt. Wie ist denn ihr Magiewert? Magie ist 10, okay. Und sie hat noch ein Kurzschwert. Okay, wir drücken die richtige Taste, speichern. Und werden dann angreifen. Ja, Mission starten. Aha. Die Armee von Krimea ist hier. Es wird Zeit, unseren Plan in die Tat umzusetzen. Der größte Teil des Heers von Kilvas wird oberhalb des westlichen Gipfels warten. Einige wenige Einheiten werden hier warten und mit dir zusammenarbeiten. Stimmt das so? Hm, ja. Was denkt sich seine Majestät eigentlich? Warum verbündet sich das Heer von da ein mit einer hinterweltlerischen Nation von Halbmenschen? Ich weiß es nicht. Ich werde die überlegenen Gedanken des Königs niemals verstehen können. Alles, was übrig bleibt, ist die Aufgabe, die uns durch seine Majestät gestellt wurde, zu erfüllen. Das ist alles. Ja, natürlich. Die Armee von Krimea hat keine Ahnung, dass wir jeden ihrer Schritte kennen. Bah, was für ein Gewürm. Was glaubt diese Gruppe untrainierter Wegelagerer eigentlich, wer sie sind? Mir ist egal, wie talentiert er ist. Ihr Commander ist nichts als ein junger Söldner, der unter Größenwahn leidet. Wir haben nichts zu befürchten. Wir werden ihnen zeigen, was wahrer Krieg ist. Und die Raben von Kilvas, was machen wir mit ihnen? Diese Missgeburten, wir setzen sie als Köder ein. Wir opfern sie und halten so unsere eigenen Verluste gering. Eine fantastische Idee. Stell sicher, dass unsere Männer entsprechend instruiert sind. Jawohl, Sir. Du da, halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Du wirst mich noch früh genug kennenlernen. Du dreckiger Mistkerl, wirst du dich wohl vor einem vorgesetzten Offizier verbeugen? Shinnon wird sich nicht verbeugen. Er hat wirklich Nerven. Gehört er zu dir? Ja, Sir, er ist ein neuer Rekrut, der erst seit heute dabei ist. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Er hat keine Manieren. Wenn er gut ist, dann spielen solche Fehler kaum eine Rolle für mich. Geh und töte so viele Krimäer, wie du kannst. Hilf mir dabei, dass man sich meinen Namen voller Ehrfurcht... Dass man sich an meinen Namen... in voller Ehrfurcht, oder? Nee, so geht's auch. Das klang gerade nur voll komisch beim Vorlesen. Ja, Sir. Ha. Ja, das ist der Shinnon, den wir kennen. Kommt zu mir, Bodensatz von Krimea. Ich werde euch zeigen, was es bedeutet, sich gegen die Macht von Daein aufzulehnen. So, können wir jetzt endlich kämpfen? Oder wird noch weiter Gesang. Zweiter Schritt. Nein, das Tutorial möchte ich mir nicht ansehen. So, Rayzan kann... Gesang. Gesang der Einheit ermöglicht einer verbündeten Einheit einen zweiten Zug. Mega cool. Wo kommen denn die Raben eigentlich? Die sollen ja noch da sein. Ich sehe sie noch nicht. Oh, hier sind Wilvernritter. Die muss ich mir natürlich auch markieren. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns einfach schon mal Richtung Mauer bewegen. Was bist du denn? Stahllanze. Angriff. Ausweichen 58. 21. Ja, nee, echt krassen Ausweichwert. Deswegen. Ich stell sie jetzt hier einfach mal rein. Deutsch stelle ich mal daneben. In komplizierter Laufanimation natürlich. So, ich will mal die empfindlichen Einheiten so ein bisschen in der Mitte halten. Und dann außenrum die etwas stärker, also die tankigeren Einheiten stellen. Ja, Tanit. Da weiß ich noch nicht, wie.
Nee. Oh, dahin. Rolf kommt nochmal mit. So, Ike sichert hinten. Rice geht dahin. Kommt schon mal ein Pferdchen mit. Das andere wartet hier. Und Hamid setzen wir einfach mal hier hin. So lassen wir es. Ich speichere aber nochmal schnell. So. Und dann kann ich den Zug beenden. Also natürlich wurde sie getroffen. Aber sie hat einen Level-Up gleich. Perfekt. Und sie hat mal Stärke bekommen. Voll gut. Ist Tanit jetzt eigentlich immer bei uns? Wenn ja, bin ich mega froh, weil ich ja... Es gibt ja noch Marcia als Pegasus-Ritter, aber die konnte ich ja... Oder die habe ich ja leider nicht rekrutiert. Und deswegen bin ich gerade total glücklich. Halt, bevor ich das mache, gucke ich mir hier erstmal. Okay, hier ist keine Gefahr. Wie sieht es hier aus? Wie weit kommt ihr? Auch noch keine Gefahr. Okay. Dann geht Boyd einfach mal hier hin. Kannst du vielleicht nur einmal treffen? Kann er nicht. Na gut, dann ist das dein Kill, Boyd. Und Boyd hat ein Level Up. Das klappt ja hier echt wie am Schnürchen. Boyd ist Level 19. Fähigkeit und Verteidigung. Ja, Stärke schon fast ausgemaxt. Und ich finde auch den Geschwindigkeitswert von Boyd absolut grandios. So. Rolf, kannst du? 2x8. 2x9, das reicht auch nicht. Reicht einfach nicht. Dann gucken wir mal, ob Sothe mit seinem neuen Dolch vielleicht was anstellen kann. Das ist 2x5. 2x7. Komm mal, dann haut links drauf. Und dann killt Rolf. Machen wir es so. Wobei das eigentlich andersrum schlauer wäre. Egal. Ganz ehrlich, zur Not kriegt Sothe von mir Bonuserfahrung. Ganz einfach. So, Rolf hat es auch schon mal geschafft. Rolf, du brauchst keine Magie, Stärke. So, Rice. Stellt sich mal dahin und heilt Mia. Nee, nicht Pflege. Heilung. So, Iliana ist ja auch schon 19. Setzen wir sie mal dahin. Und was sind das denn hier für Herrschaften? Wir haben alles nur Lanzen. Hier ist noch ein Bogen. Ich muss mal kurz die demarkieren. Okay, Mia kann ich da ganz in Ruhe hinsetzen. Sorin, kommst du hier in die Lücke? Perfekt. Rayson nehmen wir mit. Nee, Oscar rückt einen auf.
Irgendwie sieht es gerade so aus, als bräuchten wir gar keine 13 Einheiten, ne? Aber vielleicht kommt da ja noch was. Wer weiß, wer weiß. Ich lasse die Wirrwarr-Ritter, glaube ich, echt noch rankommen. Was macht der? Heilt der auch gelegentlich? Der hat ja zwei Fähigkeiten. Segen. Stellt KP benachbarte Einheiten wieder her. Aha, sehr coole Fähigkeit. Also Rayson wird wahrscheinlich ein festes Mitglied. So. Mia, kriegst du den eigentlich jetzt kaputt? 2x18, 16. Okay, das ist das gleiche Schwert, deswegen... Vielleicht, Iliana? Falsche Taste. Nee, nicht Elfendonner, sondern nur Donner. Reicht das? Nicht ganz. Wie sie alle den hier nicht kaputt kriegen. Wobei, dann macht Iliana, bereitet den mal vor. Dann kann Sothe den töten und kriegt mal wieder einen Kill ab. Da sollte ja eigentlich Messer reichen. So. Sorin, was sagst du denn hier zu dem... Nee, Elfenwind doch nicht. Machen wir mal Feuer. Der ist weg. Sorin ist auch mega stark geworden. Da brauchen wir halt Tormod erstmal nicht mehr. Ich greife halt viel mit Feuer an, damit er bald den nächsten Feuerzauber. Also. Kann. Guck mal, Feuer ist er noch auf E. Und ich will, dass er gerne Elfenlicht einsetzen kann. Was braucht Elfenlicht? D. Das sollte ja hoffentlich bald der Fall sein. Ich glaube, Rolf lasse ich mal für die Wirrwarr-Ritter hier hinten, ein bisschen weiter hinten. Erstmal gucken, wie weit der kommt. Stelle ich Mia lieber mal hier hin. 2x8. Ich muss jetzt halt erstmal gucken. Oskar kommt nur hier ran. Ich will halt Sorin nicht so weit vorne lassen, aber das steht genau nicht drin, ne? So, Oskar, was machst du denn hier? Vielleicht nehmen wir mal lieber einen Eisenspeer. Der trifft nicht gut. Und wenn der trifft, reicht das leider auch nicht. Kevin, kommst du da noch ran? Nee. Freut halt noch. Ist eigentlich egal, wer von den beiden dann letztendlich den letzten Streich ausführt. So, Boyd, dann machst du den hier fertig. Puh. Boyds Axt vielleicht? Ja, das sieht besser aus. Der hat anscheinend eine ganz gute Geschwindigkeit, der nette Bogenschütze hier.
Wo steht Shinnon? Nicht, dass ich ihn aus Versehen töte. Okay, der steht erst da hinten. Das heißt, der sollte für uns eigentlich kein Problem sein. So, Rayson. Setz dich mal hier hin. Nee, er wartet mal. Falsche Taste. Er wartet mal. Void müsste geheilt werden. Kriegen wir jetzt aber in diesem Zug nicht hin. Oscar geht mal mit ganz rein. So, Rolf wartet hier. Wir stellen uns alle schön in einer Reihe auf. Ganz brav. So. Nach dem Zug beende ich übrigens mal die Folge. Der geht auf Rolf. Ich hoffe, er weicht aus. Aua. Okay. Rayson heilt wieder voll gut eigentlich. Dann speichere ich einmal, beziehungsweise mache das gleich. Ich beende jetzt erstmal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.